Vor wenigen Augenblicken stand er noch hier, Narendra Modi, der, ja, manche sagen fast gottgleiche Herrscher Indiens, andere meinen, ja, er wäre wohl eher ein Hindu-Nationalist. Fakt ist, der 73-Jährige war auf Staatsbesuch in Österreich, beziehungsweise weilt hier noch und hatte mit Bundeskanzler Nehammer nicht nur schon am Vortag ein gemeinsames Essen, sondern heute hier vor allem den Pressetermin und der war durchaus gut besucht, auch von indischen Medien vertreten. Es war kaum ein Platz hier im Bundeskanzleramt zu finden. Und dann hat zuerst einmal Bundeskanzler Karl Nehammer das Wort ergriffen und gemeint, warum die Verbindungen zu Indien schon seit vielen Jahren so wichtig sind für Österreich und dass vor allem jetzt in Bezug auf den Ukraine-Konflikt Indien eben ein ganz wichtiger Partner wäre, um eben die Gesprächsebene offen zu halten. In gleiche Kerbe hat übrigens auch Modi geschlagen und eben gemeint, dass es wichtig ist, mit allen weiter Verbindung halten zu können, also eben auch mit Putin. Er war ja erst vor wenigen Tagen in Moskau und hat dort Putin getroffen und auch gesprochen und auch Nehammer sieht das als Möglichkeit, hier noch auf Putin irgendwie einzuwirken. Im Endeffekt muss man sagen, Modi ist mittlerweile einer der wichtigsten Staatschefs der ganzen Welt, auch wenn er bei der Wahl nicht so bestätigt wurde, wie er es vielleicht erhofft hatte, ist er weiterhin an der Spitze des Landes und viele schenken ihm ihr Vertrauen. Und wenn man jetzt nach Indien sieht, sieht man natürlich viele Missstände, aber auch teilweise Sachen, wo man Österreich fast voraus ist, zum Beispiel bei der Digitalisierung, auch in Gegenden, wo es weit und breit kein Internet gibt, höchstens einmal irgendwo ein Modemanschluss. Kann man in Indien durchwegs auch schon mit dem Handy bezahlen. Das funktioniert zwar in Österreich auch, aber manchmal gibt es auch hier Haken und Ösen. Also man sieht schon, der Staatsbesuch von Modi in Wien, der wird ganz, ganz groß gefeiert mit rotem Teppich. Und jetzt direkt danach geht es zum Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.